Er konnte einfach nicht mehr. Well, yeah, sometimes you feel tired. You know, I mean, nein, Bruce. Yeah, it's a lot of work on stage, you know. Bruce, so you nein, halt jetzt, stopp, jetzt reicht's aber. Dich meinte ich jetzt wirklich diesmal nicht. Ich meinte Kurt Krömer. Ja, der Comedian mit Neuköllner Migrationshintergrund hat seinen Burnout zum Glück überwunden und ist jetzt nicht nur mit einem neuen Programm unterwegs, sondern spielt auch seine erste Hauptrolle im Kino. In eine Insel namens Udo ist Krömer ein Mann, der unter Schwerstsichtbarkeit leidet. Fast Pega. Kurt Krömer leidet in diesem Film unter Schwersichtbarkeit. Das heißt, er wird von allen übersehen. Deshalb ist er auch ein ziemlich guter Kaufhausdetektiv. Sicherheitsdienst. Erst als er Jasmin kennenlernt, gespielt von Fritzi Haberland, ändert sich sein Leben. Guten Tag, ich würde gerne zu Frau Kolbach. Frau Kolbach, kennen Sie? Ja, wir haben gestern miteinander geschlafen. Seine erste Kinorolle passt perfekt zu Krömer. Er gibt fast immer den Außenseiter, der seine scheinbar viel cooleren Mitmenschen mit unverschämt anarchischem Witz demontiert. Als Comedian hat er angefangen, doch immer wieder spielt er auch an großen Theatern, wie hier in der Regie von Thomas Ostermeier an der Schaubühne. Nein, Sie legen jetzt sofort auf! Hallo! Nicht in den Ton, ja? Nicht in den Ton! Nicht mit meinen Mitarbeitern. Krömers eigentliche Heimat aber bleibt die Comedy-Showbühne. Er gibt alles, macht sich konsequent zum Löffel. Die größten Momente seiner Show sind oft spontan improvisiert. So, Leute. Jetzt muss ich mal einen Gang runterschalten. Ich hab mich übernommen heute, glaube ich. Ich hab mich echt übernommen. Mein Grabstein wird irgendwann stehen, er verschenkte sich immer so ans Publikum. Klingt lustig, stimmt aber auch ein bisschen. Im Dezember musste Krömer kurzfristig alle Termine absagen. Erschöpfung, Burnout. In seinen Witzen steckt oft ein Kern von Wahrheit. Und sag mal, Sio, was bist du eigentlich für ein elender Schleimer geworden? Jetzt lese ich in der Zeitung, dass du nominiert bist für den Grimme-Preis. Ich hab gedacht, mein Hering jodelt. Du weißt doch gar nicht, was ein Grimme-Preis ist. Ja, tatsächlich nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, was das ist. Es gibt teilweise Leute, die 5 Jahre warten. Immer nominiert sind. Wenn du den kriegst, mein lieber Freund, dann ist aber Gnade dir Gott. Die sagen alle Mitnominierten. Für seine internationale Show hat Krömer dann doch noch den ersehnten Grimme-Preis bekommen. In diesem März nach 5 vergeblichen Anläufen. Das ist das Faszinierende an Krömer. Man weiß nie, ist das eine Kunstfigur, dieser etwas tapsige Schwiegersohn-Typ, der es faustdick hinter den Ohren hat? Oder spielt er letztlich nur sich selbst? Ja, Kurt Krömer. Ja, Taschen. Schön, dass Komm mal Pause machen, ich bin völlig fit in alle. Wie kriegst du das eigentlich hin, diese Balance zwischen Privatmensch und Kunstfigur? Ja, das ist immer die Frage der Komiker. Das ist auch meine Lieblingsfrage. Ist man dann auch zu Hause noch lustig oder ist man mehr depressiv? Und ich glaube, dass ich privat extrem depressiv bin. Also ich bin schon, glaube ich, so der traurige Pyro. Ja, haben sich jetzt 2 getroffen, glaube ich. Bist du auch so, dass du so traurig bist? Ich muss zum Beispiel, wenn ich traurig bin, immer lachen. Die Leute sagen mir, ich bin eine Kunstfigur, weil ich sehe mich ja als Kunstfigur, weil dann würde das, glaube ich, wirklich an so einem Punkt kommen, wo traurig ist. Also ich bin ein Clown. Ich bin jetzt kein Zirkusclown mit der roten Nase oder so, sondern das ist schon das, was ich erlebe. Das ist schon alles sehr dicht dran an dem, was ich auf der Bühne mache. Da ist es natürlich zugespitzter und ein bisschen komprimierter. Also ich gehe jetzt nicht 2 Stunden auf die Bühne und erzähle traurige Geschichten aus meinem traurigen Leben, sondern das ist alles ein bisschen zugespitzt. Also das kennst du ja auch. Jetzt musst du mir aber noch mal erklären, was das denn jetzt genau ist, diese Schwerstsichtbarkeit. Schwer sichtbar ist, wenn du so unscheinbar bist, dass dich kein Mensch wahrnimmt. Also, dass du auf einer Party bist, irgendwie am nächsten Tag kriegst du einen Anruf von Udo und der sagt, ich war gestern auch da und du sagst, boah, ich war 10 Stunden auf der Party, hab dich aber nicht gesehen. Ich fand das immer traurig. Ich fand diese Type traurig. Weil ich kenne das auch, je nach Tagesform bin ich auch komplett schwer sichtbar. Dass sich keiner sieht? Ja. Bei mir war das am Set so, dass ich das in 6 Wochen 5-6 Mal geschafft habe, dass ich neben dem Regisseur stand und er die anderen gefragt hat, wo ist ein Krömer?
Also, dass wirklich Leute an mir vorbeilaufen sind, wo ich dachte, ich glaube, jetzt bist du in der Rolle drin. Jetzt hast du es. Aber du hast schon, also ich merke schon, du hast eine Liebe für die kleinen Leute, ne? Ja, klar, weil ich ja, also ich bin ja auch eine kleine Wurst gewesen damals. So. Ich weiß halt heute noch, wo ich herkomme. Und mir sind halt die kleinen Leute lieber als hier irgendwelche Schickimicki-Fritzen oder so. Mhm. Das ist auch kein Kokettieren, dass ich sage, ich esse lieber Currywurst irgendwo in Neukölln am Stand, als dass ich irgendwie über einen roten Teppich renne und mir da einbilde, das sind alle meine Freunde. Du bist da der Grönemeyer des Humors. Ja. Vielen Dank, Kurt Krömer. Das war ein wunderbares Gespräch. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wir gehen zurück. So, ich werde dann nochmal meine Moves für das nächste Grönemeyer-Konzert einstudieren. Mein Mitbewohner Paul nehme ich allerdings diesmal nicht mit. Zuletzt hatten wir Castle of Dreams des japanischen Regisseurs Daisuke Miura gesehen. Das Stück zeigt eine traurige Wohngemeinschaft, die den ganzen Tag nur rumhängt, Playstation spielt und belanglosen Sex hat. Logischerweise ist das ein Sinnbild auf die inhaltslose, moderne Gesellschaft. Ich weiß aber nicht, ob Paul das wirklich verstanden hat. Paul? Inga, welcome to my Castle of Dreams. Was? Psst, jetzt kommt Kunst. Das ist Kunst! So machen das die Japaner. Alles ist Kunst. Aber immer sonst geht's dir gut. Denken Sie mal drüber nach. Wir sehen uns wieder heute in einer Woche im ZDF Kulturpalast. So. Mm-hmm.